Hallo, hier ist wieder Franziska. Wir haben es geschafft. Heute werden die Kartoffeln geerntet. In der Schule ist das ganz einfach. Wir brauchen dazu nur zwei Dinge. Einen Eimer und eine Hacke, so wie diese hier. Und außerdem Leonie und Jonathan. Die beiden helfen mir beim Einsammeln der Kartoffeln. Und schon kann's losgehen. Erst muss das Kraut weg. Und dann ganz vorsichtig arbeiten, damit wir die Kartoffeln nicht verletzen. Sie sind ja unter der Erde und wir können sie nicht sehen. Deshalb nicht wie wild drauf loshacken, sondern vorsichtig die Erde mit der Hacke wegschieben. So, da sind sie schon. Erde abschütteln und in den Eimer damit. Und was machen wir, wenn wir die Kartoffeln geerntet haben? Ganz klar, erstmal probieren, ob sie auch schmecken. Und zwar gleich an Ort und Stelle. Mein Papa hat einen Gaskocher mitgebracht, Wasser aufgesetzt und ich lege einige Kartoffeln hinein. In 30 Minuten sind sie gar. Und in der Zwischenzeit schauen wir uns an, wie die Profis Kartoffeln ernten. Wenn mein Papa die Kartoffeln so ernten würde wie wir, mit Hacke und Eimer, bräuchten er und 30 Helfer einen Tag, um dieses Feld hier zu ernten. Das dauert viel zu lange. Deshalb hat er sich einen Kartoffelvollernter gekauft. Mit so einer Maschine ist der Acker in 2 Stunden abgeerntet. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Los geht's! Gerade haben wir gesehen, wie die Kartoffeln aus der Erde kommen. Jetzt müssen sie verlesen werden. Kommt mal mit. Hallo Franziska. So, jetzt kann's losgehen. Hier werden Steine aussortiert und alle Kartoffeln, die zu klein, grün oder beschädigt sind, so wie diese. Die guten Kartoffeln kommen in den Bunker. Wenn der voll ist, müssen wir zum Abladen fahren. Jetzt habe ich aber Hunger. Während die Maschine entladen wird und gleich weiterarbeitet, schauen wir mal nach unseren Kartoffeln, ob sie schon gar sind. Schaut her! Wenn die Gabel so leicht in die Kartoffel reingeht, ist sie weich gekocht und wir können sie uns schmecken lassen. Das hier ist übrigens die Sorte Annabelle. Sie ist schön gelb und schmeckt vorzüglich. Und jetzt zeige ich euch das einfachste Kartoffelrezept der Welt, das auch noch prima schmeckt. Kartoffeln mit Salz und Butter. So, inzwischen ist der Hänger voll frisch geernteter Kartoffeln.
Und wie geht's jetzt weiter? Bis die Kartoffeln im Supermarkt landen, haben sie noch viel vor sich. Sie müssen gewaschen, sortiert und verpackt werden. Wie und wo erfahrt ihr gleich.